die glasklaren Bächlein, die Farbe grün. Herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Das Samstagwissen. Lassen Sie sich jetzt entspannt in Ihren Stuhl gleiten und hören Sie und schauen Sie die nächsten 30 Minuten zu. Emeres konnte noch rechtzeitig aufstehen und den Sonnenaufgang filmen. Es blies am Morgen sehr fest. Thank you.
Wir wechseln jetzt mal in den Wald. Wieso erzählt man sich eigentlich so vieles Mysteriöses über den Wald? Weil die Sonne erscheint uns als ein Gefühl von Wärme. Der Wald aber deckt durch seine Blätter die Sonne ab und macht alles zu einem dunklen Raum. Viele Bücher werden in der Literatur geschrieben über den Wald, im Wald. Zum Beispiel, die Äste sind Finger, die eine Person anrühren sollten. Und der Baum bekommt ein Gesicht, mit dem er die Leute erschreckt. Ja, so Sachen sind in der Literatur geschrieben. Auch unbegehbare und dichte Wälder sind auch beschrieben. Schreiben Sie uns auf der Webseite, was Sie mysteriös am Wald finden. Trotzdem, der Wald bleibt für die Literatur noch immer ein spannender Ort. Wären wir ein Baum, der laufen könnte, dann würde es wahrscheinlich so aussehen. Wir würden durch die Blätter schweben. Aber bleiben wir doch am Boden. Was ist eigentlich das Stimmvolle am Wald? Sind es die Blätter, die rauschen? Oder ist es etwa die Sonne, die durch die Blätter funkelt? Oder ist es das Gemisch von Farben? Oder ist es etwa nur die Farbe Grün? Ja, es ist die Farbe Grün. Die Farbe Grün ist wirklich von Natur aus eine Farbe zum Entspannen. Schreiben Sie uns auf unserer Webseite, was Sie stimmvoll finden, das die Natur selber herstellt. Trotzdem, der Wald bleibt noch immer ein Abenteuer. Wir sind am Ende von unserer Sendung und wir entschuldigen uns, dass diese Sendung erst am Sonntag gekommen ist.
Das nächste Mal wird es eine längere Ausgabe. Auf Wiedersehen.